Meine sehr verehrten Damen und Herren und alles dazwischen und außerhalb, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kommunalwahlpodium des ADFC Dresden. Der Zeitrahmen für heute Abend sind ungefähr 2 Stunden. Wir haben ganz verschiedene Fragerunden vorbereitet, in denen wir sowohl individuelle Fragen an die Gäste stellen, individuelle Fragen, die wir vorher zugeschickt haben, also auf die sich die Gäste vorbereiten konnten. Und wir haben aber auch Fragen heute Abend, bei denen Sie sich auf spontane Antworten freuen können, im direkten Vergleich kleine Fragen, auf die die Gäste nicht vorbereitet waren. Abschließend natürlich, nicht zuletzt, ein paar Fragen von Ihnen aus dem Podium werden wir zum Ende der Veranstaltung zulassen. Sammeln Sie also alle Ihre Gedanken, alles, was Sie stört, überall da, wo ich nicht nachhake, machen Sie sich bitte eine Notiz. Da dürfen Sie dann am Ende des Abends nochmal nachfragen. Jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten heute Abend und das sind unsere Gäste. Ich freue mich ganz sehr, dass wir von den 15 Parteien und Wählervereinigungen, die auf dem Stimmzettel bei der Wahl auftauchen werden, heute Abend 7 StadtratskandidatInnen aus einem breiten politischen Spektrum begrüßen dürfen. Wir haben die Freien Wähler, die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die CDU, die Linke, die Piratenpartei und die FDP vertreten. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Im Einzelnen stelle ich Sie gleich nochmal vor. Ich freue mich, dass Sie da sind und vielen Dank auch, dass Sie Verantwortung für Dresden übernehmen wollen. Das finde ich super und das ist auf jeden Fall schon mal den ersten Applaus des Abends wert. An der Stelle darf ich den Fokus von mir weglenken, setze mich zu Ihnen und wir beginnen unsere Podiumsdiskussion mit einer Einstiegsfrage, einer Vorstellungsfrage, die ich Ihnen allen stellen möchte. Es ist für alle von Ihnen die gleiche Frage. Im Verlauf des Abends erhalten Sie dann noch die Fragen, die wir Ihnen auch vorher zugeschickt haben. Aber zunächst interessiere ich mich für eine Frage, bei der jeder von Ihnen 1 Minute Redezeit bekommt. Es gibt auch eine Klingel. Nach 1 Minute bekommen wir ein Signal. Und es gilt den ganzen Abend die gleiche Regel, wenn ich rede, stoppt die Zeit. Das heißt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn ich Ihnen reinquatsche oder dazwischengrätsche. Das wird dann von Ihrer Redezeit runtergerechnet. Sie bekommen netto pro Person 1 Minute Redezeit. Gut, also diese Einstiegsfrage, mit der wir gerne beginnen wollen, ist die Frage, stellen Sie sich einmal vor, eine junge Dresdnerin, die gerade ihren 10. Geburtstag gefeiert hat, nach der Straßenverkehrsordnung muss sie demnach also ab jetzt das Fahrrad auf der Fahrbahn nutzen. Den Gehweg, auf dem sie bisher sich sicher gefühlt hat mit dem Fahrrad, den darf sie jetzt mit 10 Jahren nicht mehr benutzen. Allerdings fehlen in Dresden vielerorts die Radwege und die Radinfrastruktur wird von vielen Dresdnerinnen als sehr unsicher empfunden. Meine Frage ist an Sie für dieses 10-jährige Kind, was jetzt auf der Fahrbahn fahren muss. Warum haben wir es in Dresden noch nicht geschafft, unseren Kindern und Jugendlichen eine sichere, sorglose, selbstbestimmte, individuelle Mobilität zu ermöglichen? Nein, die Frage, ich liebe diese Frage, weil sozusagen die Antwort ist, weil wir uns nie auf den Weg gemacht haben. Also in Holland hat man schon in den 70er Jahren Kämpfe ausgetragen und sozusagen dann den Weg in Richtung einer Fahrradinfrastruktur und zwar als komfortabel und sichere Wege zu schaffen. Und das haben wir hier halt nicht gemacht. Herr Engel hat es kurz angerissen. Also wir haben eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren immer genau das Gegenteil davon getan. Und es geht bis heute so, dass es ja schon in der ersten Frage kommt, aber ich meine, die Königsbrücke steht ja immer noch aus, ja, und genau da machen wir diese Fehler wieder oder wollen sie wieder machen. Ja, also super schmale Gehwege, kein Kind kann dort fahren, super schmale Gehwege, niemand kann dort sein Fahrrad abstellen, dann eine riesenbreite Straße und das haben wir halt überall gemacht, ne? Angelika-Straße oder oben dann kurz vor Klotzsche die 6, 7, 8 Spuren oder der Horror da bei Pocodomäne. Das ist einfach alles immer der falsche Weg gewesen. Aber ich versuche es mal runterzubrennen auf die Frage, ist also änderbar? Natürlich ist es änderbar. Okay. Deswegen haben wir ja die Wahl. Und es ist jetzt hier mein 4., 5. Podiumsding vom ADFC. Und jedes Mal sagt jeder, ja, wir müssten was tun. Aber dann ist nach der Wahl und dann passiert wieder nichts. So, also wir müssen wirklich anfangen, Sachen wirklich anzugehen. Wir kommen jetzt zu einer kleinen eingeschobenen Fragerunde, nämlich einer Ja-Nein-Fragerunde. Wir haben 4 Aussagen vorbereitet und Sie sollen für diese 4 Aussagen Ihre Zustimmung oder Ihre Ablehnung anzeigen.
Ich bitte Sie um eine schnelle Reaktion. Die zwei bunten Karten befinden sich unter Ihrem Stuhl. Ich habe vom Vorbereitungsteam lustigerweise auch zwei Karten hingelegt bekommen. Ich würde mich aber zurückhalten. Aber, also die sehen so aus. Es gibt zwei Sets. Wahrscheinlich habe ich es bekommen, damit ich es erklären kann, genau, weil es kompliziert ist. Es gibt zwei Sets. Es gibt ein Set, das nennt sich Gefühl oder Fakt. Das sind diese beiden Karten. Das brauchen wir jetzt noch nicht, das brauchen wir später. Und es gibt ein weiteres Set, das nennt sich Ja oder Nein. Das sieht so aus. Und dieses Set brauchen wir jetzt. Es geht also um Ablehnung oder Zustimmung. Wie gesagt, ich bitte Sie um eine schnelle Reaktion. Und ich sage Ihnen schon mal vorher, manche von den Fragen haben wir vor ein paar Jahren schon mal gestellt. Ich bin gespannt, ob Ihre Parteien immer noch die gleiche Meinung haben. Kommen wir also zur ersten Frage. Sind Sie schon mal mit radfahrenden Kindern unter 10 Jahren durch Dresden im Straßenverkehr gefahren? Mit radfahrenden Kindern sind Sie schon mal durch Dresden gefahren unter 10 Jahren? Ja, wunderbar, das ist sehr schön. Zweite Frage. Sind Sie schon mal mit einem Mobibike gefahren? Gemischte Meinung. Also Herr Hilbert, ganz klar, hat hier schon mal als Mobibike-Model bewiesen, dass er das schon gemacht hat. Setzen Sie sich dafür ein, dritte Frage, setzen Sie sich dafür ein, dass die Stadt investiert, um die Mobibike-Flotte zu erweitern, auszubauen. Setzen Sie sich dafür ein, dass die Stadt investiert, um die Mobibike-Flotte auszubauen. Gemischte Meinungen. Ich muss immer die Zeit ein bisschen nutzen, dass alle ein Foto machen können. Wir müssen das auch dokumentieren fürs nächste Mal, weil es ist dann wieder interessant, ob immer noch die gleichen Antworten von den Parteien kommen. Deswegen. Letzte Frage für diese kleine Runde. Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion von Holger Zastrow und Stefan Kühn, dem Baubürgermeister. Und da bat Holger Zastrow in der Presse, ist das vermerkt, bat Holger Zastrow an, er würde Herrn Kühn auf der Ladefläche seines Pickup mitnehmen mit seinem Mobibike, wenn es denn dann regnen würde oder so ähnlich. Deswegen wäre meine Frage an Sie. Holger Zastrow bietet Ihnen an, er möchte Sie und Ihr Mobibike auf der Ladefläche seines Pickup mitnehmen. Steigen Sie ein, ja oder nein? Auf der Ladefläche. Er bot an, das auf der Ladefläche mitzunehmen. Zumindest habe ich so verstanden. Vielleicht ist das auch zugespitzt. Das Mobibike und natürlich. Fahrrad. Darf man einsteigen üblicherweise als Mensch? Auf die Ladefläche geben und nein, wenn ich mich setzen darf, ja. Dann dürfen Sie ausnahmsweise beides hochhalten. Alles klar. Super. Vielen Dank und auch vielen Dank an Holger Zastrow für diese wunderbare Frage. Die hätte es ohne ihn nicht gegeben. Gut, wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde mit individuellen Fragen. Das sind die Fragen, die wir den Gästen vorher schon zugeschickt haben, auf die sie sich vorbereiten konnten. Es gilt jetzt, Ihre Redezeit ist pro Person auf 2 Minuten begrenzt. Netto-Redezeit, es gibt eine Klingel, nach 2 Minuten gibt es ein Zeichen und haben Sie keine Angst um Ihre Zeit. Wenn ich einen Kommentar oder eine Zwischenfrage einschiebe, dann stoppt Ihre Zeit. Außerdem an die KandidatInnen, die mit der Frage nicht angesprochen sind, hören Sie gut ruhig zu. Sie haben im Anschluss an die Frage eine kurze Zeit für eine Gegenrede. Wir haben ungefähr 40 Sekunden für eine Gegenrede oder für Gegenreden oder einen kurzen Kommentar eingeplant nach den Redezeiten der einzelnen Leute zu Ihren Fragen. Und die fünfte Frage geht an die Piraten, an Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Über die Wege für Pendlerinnen möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Nochmal, wir haben über Pendler schon geredet, über Fahrradstraßen. Täglich strömen etliche Pendlerinnen aus dem Umland auch nach Dresden und nicht bloß durch Dresden. In Ihrem Wahlprogramm macht die Piratenpartei einen Vorschlag. Sie fordern die umfangreiche Einrichtung von Parkplätzen an Bahnhöfen, die es ermöglichen, das Auto am Rand Dresdens stehen zu lassen, um mit dem ÖPNV in die Stadt hineinzupendeln. Jetzt ist die Frage, handelt es sich dabei nicht um kostenloses Parken auf Kosten der Allgemeinheit? Schließlich formulieren Sie in Ihrem Wahlprogramm auch den Grundsatz, kostenloses Parken ist kein Grundrecht. Ich glaube, Sie haben ein bisschen falsch das Programm gelesen. Es steht nicht, dass wir Park and Ride an Bahnhöfen, sondern dass wir Park and Ride an allen Einfallsstraßen, die nach Dresden sind, haben wollen. Und es ist schlichtweg, stellen Sie sich vor, Sie arbeiten hier und Sie kommen von außerhalb und es ist schlichtweg ja sinnlos, hier mit dem Auto hinzufahren, um hier dann 8 Stunden zu stehen, um wieder zurückzufahren, wo hier ja die 3, die 4, die 7, die 6, die 13 und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge hinfahren können. Also wir möchten gerne außen an der Stadt genügend Park-and-Ride-Plätze haben. Ja. Und wenn
die Leute dort parken, die müssen ja auch irgendwie in die Stadt. Solange wir jetzt unser 0-Euro-Ticket noch nicht umgesetzt haben, brauchen die ja dann auch ein DVB-Ticket. Von daher ist das Parken dann in dem Fall auch nicht umsonst. Sie haben etwas anderes ja zumindest mir geschickt, weiß nicht, ob Sie, ja, Sie haben es gesagt. Es gibt kein Grundrecht auf kostenloses Parken. Ja, das ist wirklich das, was die Piraten glauben und was wir auch wirklich in Dresden umsetzen wollen, weil nämlich diese Aussage, es gibt kein Grundrecht auf kostenloses Parken, stellt schlicht und ergreifend die Frage, wie gehen wir mit öffentlichem Raum um? Ja. Ja, ein spanischer Bürgermeister sagt immer, wenn ich mir eine Kuh kaufe, dann gehe ich auch nicht hin und sage, hallo Verwaltung, wo ist mein Stall? Ja, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann muss ich auch wissen, wo ich das abstelle. Und wir haben über 200.000 Autos, jetzt einfach nur mit dem Kopf überlegen, wenn jedes dieser Autos 10 Euro im Monat, was ja nur 1 Euro pro Quadratmeter Auto im Monat wäre, wenn das zusammen käme, hätten wir schon 2 Millionen im Monat, 24 Millionen im Jahr und könnten dann natürlich massiv auch das Radverkehrskonzept, denn es mangelt an Geld im Wesentlichen auch, ja, könnten dann natürlich das Radverkehrskonzept vehementer vorziehen und auch andere Infrastrukturmaßnahmen machen, die dann wiederum Geld sparen, weil Radinfrastruktur viel günstiger und viel billiger ist, als wenn wir teure Autoinfrastruktur. Ich finde es super, dass Sie auf Zahlen zu sprechen kommen. Die Frage ist eben, die Grundfrage ist eben, werden die Parkplätze dann auch genutzt? Ne? Also Sie schreiben auch, sollen benutzungsfreundliche Parkplätze sein. Die Frage ist, werden die dann auch angenommen, die Parkplätze? Was machen wir damit, die dort angenommen werden, wenn die denn Geld kosten? Das ist immer eine große Frage. Ja, die Frage nach dem Geld ist sehr spannend. Ich habe versucht auszurechnen, wie viel uns diese Park-and-Ride-Anlagen für alle Pendlerinnen nach Dresden rein kosten würden. Und ich bin darauf gestoßen, dass wir ca. 100.000 Einpendlerinnen in Dresden haben. 10.000 Euro habe ich angesetzt pro Parkplatz. Da kommen wir auf 1 Milliarde Euro, würde uns das kosten. Sie sagen 25 Millionen. Das heißt, wir würden ungefähr für 150 Jahre brauchen, um das zu finanzieren mit ihren Parkgebühren. Was ist jetzt Ihre Lösung? Also nichts machen? Also natürlich sollen nicht alle Leute mit dem Auto. Das Auto ist eine tolle Sache, wenn ich es wirklich brauche. Wenn 4, 5 Leute im Carsharing, also in Fahrgemeinschaft hier hinkommen nach Dresden und irgendwo in Bülow, hinter Bülow, also ja, noch im Wald sozusagen parken und dann mit der 11 reinfahren, ja, dann ist das sinnvoll. Aber dass sie nach Dresden reinfahren, ist nicht sinnvoll. Ja, genau. Wenn es in Dresden keine Parkplätze oder keine kostenlosen Parkplätze jetzt mehr gibt, dann wollen sie die natürlich alle froh, dass sie draußen genau parken können. Wir haben ja auch die Forderung nach einem 0-Euro-Ticket. Genau. Also natürlich müssen auch substanzielle Autoverkehre in den ÖPNV, also S-Bahn. So. Ja, jetzt muss ich abbinden. Also das ist schon, ich wollte bloß darauf hinaus, es ist eine teure Angelegenheit und die Frage ist eben wirklich, wie viel kostet das dann? Ne? Jetzt kommen wir ungefähr auf 50 Jahre Finanzierung mit dem, was Sie vorschlagen. Es kostet nichts. Es ist eine Gewinnsituation, wenn wir die Autos aus der Stadt herausholen. Alles klar. Super, da nehme ich Sie beim Wort. Jetzt haben wir die erste individuelle Fragerunde beendet und wir dürfen uns auflockern für die nächste Kurzfragerunde. Jetzt dürfen Sie nochmal nach Ihren Zetteln schauen. Wir haben ja die Gefühl- oder Faktzettel unter Ihren Stühlen. Gefühl oder Fakt? Fakt oder Gefühl heißt diese Runde. Und wir haben auch hier 4 Aussagen vorbereitet. Sie sollen hier sagen, ist das, was hier steht, das, was ich Ihnen vorlese, ist das aus Ihrer Sicht eher ein Fakt oder ist das eigentlich eher nur ein Gefühl? Die erste Aussage: Wenn mehr Dresdnerinnen aufs Rad steigen würden, dann gäbe es weniger Abgase in der Innenstadt und das wäre gut für die Gesundheit. Fakt oder Gefühl? Das wäre Fakt und auch ein bisschen Gefühl? Ein bisschen Gefühl. Aha. Okay, das ist gut, weil das heißt ja vielleicht, dass wir da hinwollen. Die zweite Aussage: Schulkinder können sich besser konzentrieren, wenn sie morgens einen aktiven Schulweg mit dem Fahrrad haben, statt mit dem Elterntaxi gebracht zu werden. Fakt oder Gefühl? Ich sage mal so, es gibt dazu Studien, Herr Böhm. Ich wäre vorsichtig. Das ist dann gefühlte Fakten. Aber das ist, wenn man beides hochhält, oder? Nee, ist egal, wir können das später klären. Wir kommen zur dritten Aussage. Ein attraktives Arbeitsumfeld für die Neuansiedlung von TSMC im Dresdner Norden kann nur mit mehr Fahrstreifen und Parkplätzen sichergestellt werden. Ein attraktives Arbeitsumfeld für die Neuansiedlung von TSMC kann nur mit mehr Fahrstreifen und mehr Parkplätzen sichergestellt werden. Das ist einfach falsch. Na gut.
Das wundert mich nicht, dass Sie das sagen. Das wundert mich nicht. Bei der Frage wäre es mir auch schwer gefallen. Wir kommen zu der vierten Aussage. Die Mobibikes sind pro Personenkilometer das kosteneffizienteste Fortbewegungsmittel des ÖPNV in Dresden. Die Mobibikes sind pro Personenkilometer das kosteneffizienteste Fortbewegungsmittel des ÖPNV in Dresden. Auch dazu gibt es Zahlen, Herr Böhm. Seien Sie vorsichtig. Ich weiß, aber ich kenne die Zahlen. Ach, Sie kennen die Zahlen? Ich kenn die Zahlen. Also Sie wissen auch, wer die geschrieben hat. Fiedler, ja. Okay. Gut. Also ich nehme ihr ihr Hadern mit der Frage zur Kenntnis. Vielen Dank für diese Kurzfragerunde. Wir dürfen jetzt zur zweiten individuellen Fragerunde kommen. Es gibt zwei. Nee, Sie auch? Oder? Ja. Ja, bitte. Fangen Sie an. Kurzer Hinweis, weil ich finde die Entwicklung sehr schön. Als die Piraten 2019 autofreie Neustadt schon im Wahlprogramm hatten, wurden wir fast verprügelt. Ja? Also sozusagen, es gab Aufschrei, es wird Frösche regnen und all sowas. Und jetzt, die Linke hat das jetzt auch im Wahlprogramm. Und so ist es schön, es ist nur gekommen, weil genügend Leute da draußen auch immer wieder gesagt haben, das wäre eine gute Idee, die Autos stören mich hier. Und ich will endlich mal bei Bui einkaufen, ohne dass da dieses Auto davor steht und die Auslagen mich irgendwie stören, meinen Kinderwagen da vorbeizuschieben. Sehr spannend, super. Also auch mir ist es aufgefallen, dass es jetzt bei den Linken drin steht und nicht mehr nur bei Ihnen. Deswegen habe ich die Frage auch nicht an Sie gestellt, sondern an die Linken. Darf ich Sie noch kurz zulassen? Ganz kurz, weil das in Diskussionen wichtig ist und auch oft gebraucht wird als Argument, ja, die Autoanzahl in Dresden steigt weiterhin, aber Peak-Autokilometer, also die gefahrenen Autos, sinkt seit 2003, 2006. Und das ist halt immer wichtig zu wissen, weil viele sagen, es gibt mehr Autos, aber es gibt halt nicht mehr Verkehr. Ja, das habe ich eigentlich auch so gesagt. Sieht man auch hier vorne in der Statistik, wenn man es erkennen kann, mit einer guten Brille, ist tatsächlich so, dass der Anteil des Autoverkehrs oder Autoanteil in den zurückgelegten Wegen, der geht zurück. Gut, vielen Dank dafür. Wir kommen zur siebten Frage und das ist auch die letzte Frage für diese individuelle Fragerunde und die geht an Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Wir haben heute Abend viele Punkte aus Wahlprogramm und der verschiedenen Kandidatinnen besprochen und verlesen. Manche sind karg gehalten, das kann man von dem Programm der Piratenpartei aber nicht sagen. Dort finden wir wirklich viele konkrete Forderungen. Über Park- und Ride-Ausbau haben wir jetzt schon gesprochen. Unter anderem fordern Sie aber auch gratis ÖPNV. Das 0-Euro-Ticket, das haben Sie vorhin schon angeteasert. Meine Frage, was wir in Ihrem Wahlprogramm hingegen nicht finden können, ist die folgerichtige Forderung nach kostenlosen Mobibikes. Warum fehlt das? Was hat es damit auf sich? Erstmal möchte ich mit dem Wort kostenloser ÖPNV aufräumen, den Sie gerade gesagt haben, weil kostenlos gibt es nicht. Ne? Also früher hieß das bei uns, bei den Piraten, wir haben das seit 2012, 2013 im Programm, fahrscheinloser ÖPNV. Das versteht aber heutzutage niemand mehr. Die Leute denken dann, kein Fahrschein, ein Handy-Ticket. Ne? Darum geht es ja nicht. Sondern es ist umlagefinanzierter ÖPNV oder 0-Euro-Ticket. Und das Schöne ist ja, vor 10, vor 5, vor 3, vor 2 Jahren hätte man noch gesagt, wir sind alle träumerlich, es geht nicht, ist alles Quatsch. Aber wir haben ja gesehen, das 9-Euro-Ticket hat uns ja schon mal für eine gewisse Zeit in fast die Lage gebracht. Und von 9 auf 0 ist gar nicht mehr so viel. Ich komme drauf. Bitte. Und wenn wir jetzt aber über diese wirklich große Maßnahme, 0-Euro-Ticket in Dresden, Pi mal Daumen, 200 Euro, Millionen Euro im Jahr wert, muss man natürlich mit Land und Bund zusammen machen. Mobibikes umsonst sind dagegen, ich will jetzt nicht Peanuts sagen, aber mit 1, 2, 3 Millionen ist es wirklich wenig. Ne? Und wir möchten ja indirekt, steht es quasi mit im Programm drin, weil wir möchten die DVB als zentrale Mobilitätsdienstleisterin haben. Wir möchten auch wieder, dass das Mobi-Angebot quasi mit in dem Ticket mit drin ist. Ja. Ja, also die per Default, Antwort, nicht, dass ich das dazu buchen muss. Jetzt muss ich also sagen, die Kurzantwort ist, das wollen Sie auch. Sie wollen auch kostenfreie Mobibikes. Abgesehen davon, dass man sich dann über die praktische Sache klären muss, wie die wieder zurückkommen, ja. Ne? Weil sozusagen, wenn die jetzt alles wirklich umsonst sind, aber jetzt, also ja, natürlich. Jetzt frage ich mich natürlich eins, Herr Dr. Schulte-Wissermann, ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt irgendein Thema genannt hätte, hätten Sie bei jedem Thema gesagt, ja, das wollen Sie auch?
Aber ich meine, Ihr Wahlprogramm ist wirklich lang und da steht wirklich viel drin. Da steht wirklich viel drin, was Sie wollen. Und ich frage mich, wollen Sie einfach alles? Und wo kommt denn dann das Geld her? Vorhin haben wir schon über 1 Milliarde geredet für die Parkplätze mit den Park-and-Ride-Dingern. Also Dresden lässt sehr viel Geld liegen. Ja, wir hatten heute ja schon Parkgebühren. Ja, der OB Hilbert, FDP, hatte ja im letzten Haushalt den Vorschlag, Parkgebühren zu erhöhen. Und es wären jetzt über die Jahre insgesamt bis zu, ich glaube, 25, 26, wären das über 40 Millionen gewesen. Das hat aber quasi jeder hier in den Haushaltsverhandlungen liegen lassen oder mit Füßen getreten. Solange wir halt wirklich in den Millionen Geld liegen lassen, möchte ich mir nicht vorwerfen, dass ich hier Wolkenkuckucksheime fordere. Alles klar. Und wie gesagt, ich habe gesagt, das 0-Euro-Ticket kann die Stadt nicht alleine machen. Ja. Aber Bund und Land hat ja schon gezeigt, dass es theoretisch und praktisch gehen würde. Ich muss Sie jetzt an der Stelle abwürgen. Also vielen Dank. Schade, dass ich nichts gefunden habe, wo Sie sagen, das fordern Sie nicht. Dann darf ich Sie jetzt geleiten in die letzte Fragerunde. Das ist nochmal eine kurzweilige Ja-Nein-Fragerunde. Und das machen wir jetzt, bevor wir zu der Schlussfrage kommen. Ich lese jetzt wieder diese Statements vor. Das sind 4 Statements wiederum und ich bitte Sie wieder um eine schnelle Antwort, ob Ja oder Nein, ob Sie dafür oder dagegen sind. Und das erste, die Fakt oder Gefühl bitte liegen lassen. Ansonsten platzt unsere Statistik. Also die erste Frage ist, können Verkehrsversuche dabei helfen, den Dresdnerinnen die Potenziale innovativer Infrastruktur vor Augen zu führen? Können Verkehrsversuche dabei helfen, die Potenziale innovativer Infrastruktur vor Augen zu führen? Okay. Also Herr Nitsche sagt, wenn die Verkehrsversuche nicht in Dresden stattfinden, dann schon. Also nein. Das interpretiere ich als nein. Gut, die zweite Frage. Sollen die im Jahr 2020 markierten Radfahrstreifen auf der Albertstraße wieder entfernt werden? Das ist jetzt traurig für den Herrn Zastrow, aber macht er nichts. Sind die für den Bau der Radroute West durch Löbtau bis nach Gorbitz sind Sie für den Bau der Radroute West durch Löbtau bis nach Gorbitz nach dem Modell der Radroute Ost? Soll es eine Radroute West geben nach dem Vorbild der Radroute Ost? Also, was jetzt genau das Modell ist, weiß ich nicht. Was ist das? Das Modell der Radroute Ost kennen Sie. Was ist jetzt Modell und was ist? Also so wie die Radroute Ost angelegt ist, als Fahrradstraße mit autofrei, Parken weiterhin erlaubt. Aber vor allem eben vorher darüber nachgedacht und eine Route anbieten, die dann hoffentlich viel genutzt wird. Wir müssen doch über die Route reden. Steht aber auch im Nahverkehrsplan. Alles klar, super, vielen Dank. Letzte Frage, sind Sie für eine Fußgänger- und Fahrradbrücke zwischen Pieschen und Ostragehege? Auch das ist eine sehr beliebte Frage auf unseren Podien. Ja, spannend. Gut, also wir werden das abgleichen mit unserer internen Statistik. Braucht man dazu was erklären? Nein. Super, ich danke Ihnen. Ich weiß, das ist ganz gemein, diese Fragen zu stellen und Sie dürfen nur Ja oder Nein sagen. Aber ich darf Sie noch um eine Schlussfrage bitten. Und die Schlussfrage sieht so aus. Wir haben 1 Minute pro Kandidatin und Kandidat wieder. Und die Schlussfrage ist an Sie, welches Argument des Abends hat Sie überhaupt nicht überzeugt? Was regt Sie auf, dass... Haben Sie schon 100 Mal gehört, zum 100. Mal hören Sie es auch heute Abend wieder, was hier jemand anderes sagt. Was stimmt einfach nicht? Gibt es eine Sache, bei der Sie sich für heute Abend total aufhängen? Das würde mich interessieren. Oder sagen Sie, das ist alles schick und fein? Der Klassiker, also die Freien Wähler, glaube ich, ne? Reden immer von Bürgerbeteiligung, aber ich erinnere mich deutlich, das einzige Bürgerforum, was es bisher gab, nämlich das im Sachsenbad, da haben sie dann halt genau das Gegenteil gemacht, was auf dem Bürgerforum mit 95% beschlossen wurde. Und ja, gibt übrigens jetzt auch wieder ein Bürgerforum hier von Stadt muss atmen zur Königsbrücker Straße unterschreiben. Alles klar, Eigenwerbung ist erlaubt, ausnahmsweise. Nee, war nicht Piraten, ne? Stadt muss atmen, Bürgerinitiative. Aha, okay, alles klar, super, vielen Dank.
Das war die letzte Frage. Mir bleibt also jetzt nur noch den Schluss anzukündigen und Ihnen zu sagen, vielen Dank für alle, die heute Abend hier mitgeholfen haben. Vielen Dank an Sie hier vorne auf dem Podium. Danke, dass Sie antreten, Verantwortung übernehmen wollen für Dresden. Danke, dass Sie mich heute Abend zu uns schwitzen gebracht haben, hier im Schwitzkasten zwischen Ihnen sieben. Natürlich, Herr Böhm. Das haben Sie mich gleich ganz aus dem Konzept gebracht. Ich wollte nochmal sagen, am 9.6. sind die Wahlen. Es lohnt sich wirklich sehr. Wir haben eine Europaparlamentswahl, Stadtratswahl, Ortschaftsratswahl, Stadtbezirksbeiratswahlen. Es gibt also ganz viele wunderbare Kreuze zu machen. Ich wünsche Ihnen hier vorne ganz viel Kraft für Ihren Einsatz für die Stadt Dresden. Heute Abend sind wir gestartet mit dem, was ihre Problemanalysen sind, dafür, warum wir noch nicht da stehen, wo wir stehen könnten. Wir haben viele Lösungen gehört heute Abend, ganz viele Visionen auch, die wir gehört haben. Ich danke Ihnen dafür. Vieles war dabei, was ich spannend finde. Wenn auch Sie sich dafür interessieren, was der ADFC Dresden spannend findet, dann nehmen Sie sich gerne einen von unseren Flyern mit, wo unsere Forderungen zur Kommunalwahl draufstehen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine erfolgreiche Zeit über die Wahl und einen schönen Abend noch. Danke, dass Sie da waren. Es hat mir eine große Freude bereitet. Kommen Sie gut nach Hause und wir sehen uns beim nächsten Mal.